Jetzt wollen wir einen praktischen Test machen, ob wir Allah am meisten lieben. Um 4.30 Uhr, mashallah, weil du ein Multazim, ein Gläubiger bist, klingelt dein Adhan-Wecker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dann sagst du, ah, es ist Zeit zum Aufstehen. Und dann hörst du, As-salatu khayrun minan-naum. Das Gebet ist besser als der Schlaf. Dann sagst du, la, an-naumu khayrun minas-salah. Der Schlaf ist besser als das Gebet. Und drehst dich um und du hast es, dass du erinnert wirst an das Gebet. Liebt dieser Allah über alles? Wer nicht bereit ist, für Allah auf etwas Schlaf zu verzichten, wollen wir sagen, dieser liebt Allah über alles? Und komischerweise viele von dieser Fraktion, die wollen Palästina befreien und China befreien und Burma befreien, aber er steht nicht zum Fajr-Gebet auf. Aber er hat schon mal ein Dschihad-Nasheed. Idrib ya Asad al-Falluja. Mashallah. Das ist das, was wir erleben in der heutigen Zeit. Und daher, was ist dein Beweis, dass du Allah über alles liebst?